Filmst du schon wieder? Ja. Es ist immer dasselbe. Da werde ich schon gefilmt, bin völlig unvorbereitet. Müde bin ich auch noch. Was macht das Ding? Auch noch filmen. Zweimal. Doppelt gemoppelt, hält besser. Alter. Warum stehen wir hier draußen? Im Regen. Kalt ist auch. Was ich euch zeige, ist eigentlich genau so sieht eigentlich... Es gibt viele Aquarien, die sehen tatsächlich so aus wie das, was ihr da seht. Aber das ist nicht so der Hintergrund, warum ich heute da bin. Sondern was ich euch mal zeigen wollte, ist... Das ist so etwa die Fläche, die ihr da seht, das Graue da. Das ist ein durchschnittliches kleines Aquarium. Das, was wir euch jetzt zeigen zum Beispiel, so circa an tatsächlicher bioaktiver Oberfläche bereithält. Das heißt, auf dieser ganzen Fläche hier wachsen und gedeihen Bakterien und alles Mögliche von eurem Aquarium. Jetzt weiß ich, dass jetzt wahrscheinlich manche sagen würden, jetzt spinnt er völlig. Kann ich verstehen. Versucht euch einfach vorzustellen, wenn wir jetzt alles, was das Wasser berührt, ganz flach machen würden, wie ein Brett, wo die Bakterien drauf sitzen, dann habt ihr zum Beispiel so eine Fläche wie diese hier dann, die wie eine Filterfläche wirkt. Um es noch bildhafter zu machen, wenn man jetzt die Stadt Stuttgart nimmt und deren Kläranlage, wenn man also die Fläche nehmen würde, dann wäre die Kläranlage von Stuttgart deutlich größer wie die Stadt selber. Deswegen, damit es ein bisschen deutlich wird, wie aktiv Bakterien und wie Oberflächen eine Rolle spielen. Und deswegen zeigen wir euch das jetzt einfach mal im Bild. Um das noch richtig bewusst zu machen, habe ich jetzt ein bisschen was vorbereitet. Also nachdem ihr dann euer Aquarium so hübsch eingerichtet habt, habt ihr dann auch die ersten Fracks. Deswegen nehmen wir die Frack halt. Die Acroporinnen stellen wir jetzt dann als Beispiel für die AblegerInnen. Verteilt ihr jetzt in eurem Aquarium. So, dann steht da eine. Und da, die eine stellen wir wegen mir ins Wasser, nicht, dass da Ärger gibt. Und dann so. So sieht das eigentlich in eurem Aquarium aus, wenn ihr dann so eure Frecks da reinstellt. Also für Bakterien sieht es so aus, für euch nicht. Und jetzt habt ihr so einen Acker und jetzt fangt ihr den an zu düngen, weil ihr da lauter Zeug reinschmeißt. Also Phosphat, Nitrat und was weiß ich was alles. Und jetzt ernsthaft, was glaubt ihr denn, was jetzt zwischen diesen Korallen wachsen soll? Jetzt stellt euch vor, das macht ein Landwirt. Der geht jetzt hin, düngt seinen Acker und setzt dort 5 Maiskolben hin. Meint ihr echt, dass es dann sauber bleibt, der Rest von dem Acker, oder wächst da lauter Unkraut? Genau das passiert. Und deswegen ist dieses Thema mit, ich brauche viel Oberfläche, ich brauche viel Porosität und ich brauche einen Haufen Bakterien. Ich weiß, ich darf dieses Wort nicht sagen, aber es ist Bullshit. Es ist einfach totaler Blödsinn. Weil das ist das, was Realität nachher ist. Nur weil ihr das nicht seht, weil das alles zusammengestumpft ist, heißt das nicht, dass für Bakterien euer Aquarium die Fläche von einem Fußballfeld hat, ist in Wahrheit noch viel größer. Und so sieht das dann in reell aus. Habt ihr so einen Riff schon mal gesehen, das gesund aussieht, wo so die Tiere drin stehen? Nee, ne? Und genau das ist der Grund, warum wir eben es halt ein kleines bisschen anders machen. In der Farm und auch in den Aquarien. Also wir jetzt heute an unserem kleinen Testaquarium, bei dem wir so rumspielen, die Korallen sehen schön aus. So. Und warum die schön aussehen, hat jetzt selbstverständlich ausschließlich nur mit den Produkten zu tun und der guten Luft hier im Schwabenland. Und weil ich ab und zu meinen Finger reinstecke, könnte man jetzt so sagen, also wäre ein schöner Werbepost wahrscheinlich, den eh keiner glaubt. Es hat was damit zu tun, dass es den Bakterien, die hier drin sind, dass es ihnen gut geht, dass wir ein stabiles bakterielles Milieu haben, ein sogenanntes Mikrobiom, und zwar auf der Koralle und auf dem Rest, den ihr da so seht. Und dieser Rest, den man da so sieht und nicht sieht, der ist eigentlich das heutige Thema von dem ganzen Aquarium, Bakterien, Oberflächen. Warum das miteinander zusammenhängt, warum das so wichtig ist und warum es so ziemlich dasselbe für ein Aquarium ist, wie für uns mit unseren Bakterien, die wir ja da auch drin haben. Und das erklären wir euch heute mal so ein bisschen, wie das alles zusammenhängt. Für uns, wenn wir uns ein Aquarium angucken, stellt sich das so dar, was hat das Ding jetzt hier, 1 Meter mal 40, 50 irgendwas, dürfte so etwa um die 200 Liter haben. Und dann stehen wir natürlich da und sagen, ja, das ist ein kleines Aquarium. Wir sehen zwar Steine und Dekoration und wir sehen den Sand. Und für uns sieht das irgendwie nicht so viel aus. Wenn man es jetzt aber mal betrachtet von der Oberfläche oder von der Größe einer Bakterie, dann sind das, was wir hier sehen, hat die Größe von einem Tennisplatz, von einem Fußballfeld. Der Gedankengang ist, dass wir alles flach machen, was mit Wasser und mit Bakterien in Berührung kommt. Das heißt, die Scheiben, die ja nicht glatt sind für eine Bakterie, sondern wellig. Die Pumpen, der Ablauf, das Technikbecken, all diese Dinge müssten, wenn wir sie flach bügeln, für Bakterien wie für uns ein normaler Boden, gibt eine unfassbar große Oberfläche. Und diese Oberfläche ist in jeder Hinsicht aktiv. Das merkt ihr ja. Immer wenn ihr irgendwo hinfasst,
an Pumpen ran oder wenn ihr Pumpen reinigt, habt ihr immer diesen leichten Schmierfilm dran. Und das nennt man Biofilm. Wir können auf eine Wiese gehen, wir können auf einen Acker gehen, in den Fluss, in den See, egal wohin. Ihr werdet immer diesen Biofilm finden. Unserer übrigens, also wenn wir von diesem Mikrobiom wiederum besprechen, den haben wir auch. Wir haben ihn auf der Haut und wir haben ihn natürlich auch in uns drin. Und man sagt, also allein wir jetzt so als menschlicher Körper, wir tragen etwa 4 bis 6 Kilo Bakterien mit uns rum. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel das ist. Und hier haben wir genau dasselbe. Wir haben die Bakterien, die in der Koralle, auf der Koralle leben. Wir haben die Bakterien, die im Stein leben und sogar die, die im Wasser leben. Und das ist die Grundlage eines gesunden Aquariums. Jetzt gehe ich schon einen Schritt mal zurück und rede über lebende Steine und künstliche Dekoration. Bei lebenden Steinen bringen wir bereits aktive Steine mit 20.000, 30.000 verschiedenen Bakterienarten, die halophil sind, also die Salz im Salzwasser leben, vorkommen, bringen wir in ein Becken rein und schaffen gleich von vornherein ein sehr breites Bakterienmilieu, das auf einer Oberfläche lebt, die bereits mit Nährstoffen ausgeglichen ist. Das ist mal mehr, das ist mal weniger, durch den Transport geht ein bisschen was kaputt, aber es ist der lebende Stein, das wird so lapidar gesagt, aber er ist tatsächlich lebend. Eigentlich ist das wirklich viel, viel, viel spannender wie jetzt ein Korallenableger, was da auf so einem Ding los ist, wenn man mal in die Tiefe gehen würde. Jetzt verteilen sich die Bakterien in so einem System drin. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass das Aquarium in echt einen Wasserstand hat von 1 Millimeter und eine Fläche eines Ackers, wie wir es euch jetzt mal zeigen, dann werdet ihr feststellen, dass das, was wir tun, zwar so aussieht, es aber damit gar nichts zu tun hat. Wir haben einfach nur vielleicht 1 Millimeter Wasserfilm. Entsprechend ist ja auch die Wirkung von CO2, von Sauerstoff, von Gasaustausch an der Wasseroberfläche natürlich ja viel höher. Und wir erhöhen die ja noch durch den Eiweißabschäumer massiv. Was für die Meeresaquaristik gut ist, weil wir oxidative Bereiche haben wollen. Was aber für uns wiederum schlecht ist, weil diese massenhaften großen Flächen, die wir da haben, nicht nur biologisch aktiv sind, sie sind auch chemisch und sie sind vor allem physikalisch aktiv. Das heißt, der Bodengrund, die Dekoration arbeitet wie ein Adsorber, aber eben halt auch wie ein Biofilter. Wenn man jetzt, wie ich schon angedeutet habe, die Stadt Stuttgart mal als Beispiel nehmen würde, die paar Tierchen haben eine Kläranlage, die etwa die 10-fache Fläche der Stadt hat. Das wäre ja irgendwie bei uns, glaube ich, ein bisschen seltsam. Also bei uns ist es meistens umgedreht. Das ist ein Tausendstel dessen. Warum? Weil Bakterien eben hocheffizient sind. Vor allem, wenn sie so gezüchtet werden wie in einer Kläranlage drin, in diesen Reinigungsstufen mit Luft und Wasser. Und wir machen aber hier genau dasselbe. Das heißt, wir holen einen Teil raus und wir haben die Bakterien auf der Oberfläche. Und was, glaube ich, viele nicht so ganz bisher verstanden haben, trotz auch guter Erklärung von meinem Freund Jörg zum Beispiel, ist die Tatsache, dass uns eigentlich diese klassischen Denitrifizierungs- und Nitrifizierungsbakterien, im Grunde genommen interessieren die uns eigentlich gar nicht. Weil für die Menge, die wir brauchen, die würde auf der Rückwand Platz haben. Dann würden die das Wasser schon sauber halten. Jeder Diskustüchter kennt das. Ein kleiner Topf mit ein bisschen Lavasteinen, ein bisschen Luft drin und schon bleibt das Wasser für die Tiere sauber. Nur ein bisschen Wasserwechsel, alles fein. Was wir wollen, ist das Mikrobiom, dass Nährstoffe aufgenommen werden können, ausgetauscht werden können zwischen den Oberflächen und zwischen den Korallen. Und das ist das, warum Korallen gesund sind. Das heißt, vom Grund auf, die Grundversorgung ist nicht gemacht, um ausschließlich nur jetzt zu sagen, Koralle braucht etwas Kalk. Das wäre genau das Gleiche, wenn wir sagen würden, naja, jetzt kau mal auf dem Stückchen Marmor rum, damit du gesunde Knochen kriegst. Kau ein paar Karotten, damit du schöne Augen hast. Ja, das sind alles Mythen, das ist totaler Blödsinn. Es geht wirklich nur darum, dass wir die Bakterien, das Mikrobiom, dass wir das ausreichend versorgen. Und dafür sind sehr viele Elemente notwendig. Und es geht überhaupt gar nicht darum, herauszumessen, was in einem Skelett von einer Acropora ist, die irgendwo auf Fidschi wächst. Das ist Quatsch. Das hat mit dem, was wir hier machen, gar nichts zu tun. Weil da habe ich nämlich gar keine Oberfläche. Irgendwie ein bisschen mehr Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, mit E und H geschrieben, für die, die nicht wissen, wer so schreibt. Und habe Futter jeden Tag. Wir hier drehen den Mist im Kreis rum, lagern den überall ab. Also das ist eher, eigentlich ist es eher die Kläranlage, was wir hier so betreiben gegenüber einem öffentlichen Riff. Daher müssen die Versorgung der Bakterien und auch die Versorgung der Tiere entsprechend angepasst werden. Und daher spielen natürliche Werte, die man rein aus dem Wasser nimmt, keine Rolle. Sie spielen auch schon keine Rolle in einem echten Riff, da man da völlig zum Beispiel vergisst, welche Interaktion zwischen Schwämmen der biologischen Oberfläche des Riffes und den Korallen an sich stattfinden. Also zum Beispiel die Abgabe von Zuckern, die die Tiere abgeben, das sind Polysaccharide, das sind Zuckerschleime, die wiederum von Bakterien verarbeitet werden, die wiederum von Schwämmen, die Schwämme geben wiederum Bakterien ab.
die wiederum den Korallen dann als Nahrungsergänzung dienen, also wo sie zum Beispiel auch ihre Kohlenhydrate herkriegen. Da gibt es ein paar schöne Untersuchungen dazu, die einen mehr oder weniger sinnvoll, wenn man sie so liest. Aber es ist halt insofern spannend, weil es eben mit der Oberflächenaktivität und den Bakterien und dem Mikrobiom, mit dem wir zu tun haben, ganz arg wichtig ist. Der zweite Punkt, weswegen wir hier auch an den Euphis stehen, was ja heute gerade so ein bisschen aktuell ist und immer auch der Kampf drum, meine Euphis sterben, ich habe RTN, ich habe dies und jenes, woran liegt das dann? Da wird ganz schnell geschrien, ich habe Acrobacteria oder ich habe Vibrio. Kann sein. Gestern schrieb einer, er hatte Enterobacteria. So, das sind zwar Krankenhauskeime, die human pathologisch sind, aber wenn es dann halt bei Facebook steht, dann wird schon so sein. Also sucht es wahrscheinlich irgendjemanden an Antibiotika gegen resistente Keime aus deutschen Krankenhäusern. Man, gut, kann Sinn machen, für Koralle weiß ich nicht so recht. Was nicht betrachtet wird, ist, wenn ich auf Korallen, und da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Flavobacteria, die offensichtlich einen Benefit für Korallen hat, weil man sie in großer Zahl auf gesunden Korallen findet. Und eine reduzierte Zahl von Vibriobakterien. Andersrum sieht es bei erkrankten Bakterien aus, da sind die Vibrionen häufig der Grund dafür, dass sie Probleme bereiten. Und die Frage ist jetzt, warum können oder werden Vibriobakterien dort stark und verdrängen dann die guten Bakterien? Und das ist wie bei uns Menschen halt auch. Die Bakterien sind so wichtig für den Körper und ihr kennt das, man kann mit Kopfweh arbeiten gehen, auch mit einem gebrochenen Arm, aber wenn es deinen Bakterien nicht gut geht, dann weißt du, was du für einen sehr bescheidenen Tag hast. Und ich glaube, jeder von uns kennt das irgendwann mal, was Falsches gegessen, was auch immer. Klar hat die Koralle ein Problem damit, wenn ihr ganzes Mikrobiom nicht mehr stimmt. Sie kann keine Nährstoffe mehr aufnehmen, sie kann sie nicht austauschen und sie wird auch nicht geschützt von pathogenen Keimen, die sowieso im Aquarium sind. Die Grundlage ist, dass die Grundversorgung auch mit Elementen wie Fluor, Brom und Jod, die einen Hemmstoff darstellen, zum Wachstum von schädlichen Bakterien. Es gibt ja auch mit einen Grund, warum wir uns mit Fluor die Zähne putzen und solche Sachen machen. Weil man diesen Stoff nicht als aktiven Stoff sehen darf in diesem Fall, sondern eben als Hemmstoff. Und die Grundlage dieser Chemie ist genau das, warum die Bakterien sich nicht halten können. Und ergo wird der Platz dann frei, beziehungsweise wird für die Koralle deutlich schwieriger, sich gegen pathogene Keime zu wehren. Auch da liegt die Grundlage in der Chemie und in der Versorgung des Aquariums. Unabhängig davon, ob man es über ein schlechtes Futter oder sowas reinbringt oder durch sonstigen Stress, den man dann hat. Aber in der Betrachtungsweise heute, in der modernen Aquaristik, warum wir sagen, wenig Dekoration, das Aquarium voll machen, hat das den Hintergrund, dass ich das Mikrobiom der Korallen als Biologie in meinem Aquarium haben möchte und nicht ausschließlich oder nur diese altbekannten Nitrobacter, Nitrosomas, was es so alles gibt, die an Denitrifizierungsbakterien, die ja auch dann mehr oder weniger verkauft werden oder gemacht werden, die hilfreich sind. Aber letztendlich brauchen wir eine Biologie, die halt miteinander funktioniert, wie es bei uns in unserem Magen-Darm-Trakt halt eben auch der Fall ist. Und dann geht es auch den Korallen gut. Bedeutet das quasi, dass wenn man das Becken mit Korallen voll macht, man das nicht in erster Linie wegen der Koralle an sich, sondern primär wegen den Bakterien auf der Koralle macht? Ja, und eben der Situation, wie wir gezeigt haben, ich meine, wie gesagt, du düngst halt deinen Acker und dann setzt du da 5 Maispflanzen rein, in dem Fall waren es 5 Acroporinnen, und dann wundere ich mich, warum Unkraut wächst nach 14 Tagen. Das ist ja die logische Folge. Ich verstehe gar nicht, dass man da nicht drauf kommt. Und wenn du dir mal die ganzen Becken anguckst, wenn wir jetzt Facebook gehen und was so gezeigt wird, viele Becken, die sagen, ja, ich habe Dinos, ich habe Tyrannos, ich habe Algen, ich habe dies und jenes. Guck dir die Becken an. Die meisten sind völlig unterbesetzt. Da stehen 5, 6 Tierchen auf riesigen Dekorationen rum, die zusammengenommen wahrscheinlich nochmal die doppelte Größe haben wie das da. Dann wird Phosphat reingeschüttet und wird gemacht und getan, wie die Doofen. Und man misst es und dann ist immer noch null und man sieht, wie das Zeug schon wächst. Und da müsste man eigentlich sehen, upsi, es ist ja schon alles zugewachsen mit Unkraut. Und kapiert einfach nicht, dass jeder Landwirt würde in diesem Fall schlichtweg hergehen und setzt seinen Acker voll. Und hast du schon mal jetzt irgendwie einen Landwirt gesehen, der 5 Maispflanzen dahin stellt? Ja, warum macht er denn das nicht? Weil er, wenn er es dicht bepflanzt, hat er keinen Stress mit anderen. Das heißt, er braucht auch nicht hergehen und muss mit Mittelchen und Zeug dran arbeiten, sondern er setzt einfach voll. Und dann kommt natürlich noch der Verbrauch dazu. Wenn Korallen wachsen, entziehen die dem System Nährstoffe. Sie setzen es um in Biomasse. Das ist wie unsere CO2-Diskussion. Ein Baum, der wächst, setzt CO2 in Biomasse um. Das ist gespeichert für die nächsten 100 Jahre. Macht die Luft nicht noch wärmer. Bei Korallen ist es genau das Gleiche. Die ziehen Unmengen an CO2, an Material, an Nährstoffen, an Spurenelementen, an organischen Sachen, entziehen die dem Wasser. Das heißt, ich habe einen hohen Bedarf. Hoher Bedarf heißt, ich kann einfach nachdosieren. Ich mache auch weniger Fehler.
weil es dann keine Rolle spielt, ob ich 101 Milliliter oder 99 Milliliter mache. Es macht aber einen riesen Unterschied, ob ich 1 Milliliter oder 2 Milliliter dosiere. Da haben wir wieder die Relation, die Prozentuale. Also, wenn es viel wächst, ist wie kleines Kind, frisst viel. Gut, macht auch viel in Hose, aber dafür haben wir einen Eiweißabschäumer. Nur letztendlich hoher Bedarf, bessere Stabilität und viele gute Bakterien. Wenn also eine Grundversorgung, wie wir es mit Balling Light als Beispiel machen, so ausgerichtet ist, dass ich eben den Fokus auf die Koralle, sagen wir mal, vielleicht so 25-30% setzen und eben 75% eben so reinsetzen, dass wir auch auf die Biologie und die darauf folgenden Resultate, also was wir haben wollen, setzen, dann habe ich praktisch die Option, dass ich ein langfristiges Aquarium fahren kann, ohne dass ich auf dieses Lass-Syndrom oder Old-Tank-Syndrom hinfahre. Gebe ich dem Becken zu viel rein oder mache ich falsche Mischungen rein, arbeite ich nicht in richtigen Relationen, dann entstehen hier in dem Becken sogenanntes Detritus, wie wir es nennen, was ein bisschen falsch ist, sondern es geht um Ausfällungen. Das ist das Material, das ihr findet, wenn man im Bodengrund kratzt, nach oben geht, braun ist und sofort wieder runterfällt. Das sind Calciumcarbonatverbindungen, Apatite, Mineralverbindungen, die Spurenelemente und Organische gesammelt haben, im Boden oder in der Deko einlagern. Das ist dieser physikalische Effekt oder chemische Effekt, nicht nur der biologische. Die Biofilme wiederum entziehen dem Wasser die ganzen Spurenelemente. Da landet das übrigens auch, wenn ihr Zink dosiert oder solche Sachen, das geht viel in den Biofilm rein und steht dort als Nährstoff für Plagen, wie zum Beispiel Cyanus oder Dinus, dann tatsächlich zur Verfügung. Die dann ausgelöst werden, wenn man eben Fehler in der Einstellung macht, indem man zu viel Licht benutzt oder zu wenig Material den Korallen zur Verfügung stellt, damit sie damit umgehen können. Aber der Depoteffekt ist halt da. Dieser Depoteffekt sorgt dafür und diese bakterielle Aktivität, dass der pH-Wert sinkt, dadurch werden wieder Phosphate freigemacht und das ist dann der Weg zum Old-Tank-Syndrom. Um das zu vermeiden, muss man eben die Versorgung entsprechend anstehen, nicht zu hochkonzentrierte Konzentrate nehmen, um diese Ausfällungen weitestgehend zu vermeiden oder auch direkt aus dem Becken sofort zu entfernen, um Aquarien zu machen, die eben länger wie 1,5-2 Jahre gehen, um auch Probleme wie Cyanus oder Belege, solche Dinge auch zu vermeiden. Und deswegen ist diese Grundversorgung daher so wichtig. Und das ist auch der Grund, warum Balling Light so gemacht ist und eben einzigartig ist, durch die Art, wie man Spurenelemente miteinander mischt oder auch eben halt die Salze miteinander mischt und auch größere Mengen an Flüssigkeit zugibt. Aber eben genau aus dem Grund, damit man das vermeidet und damit man die Probleme da nicht bekommt. Und deswegen ist es dann halt auch so, warum man auch bei so einem System dann halt bleibt, wenn man es über 20, 25 Jahre entwickelt hat und eben halt auch diese ganzen Bakterien und physikalischen Grundsätze mit drin betrachtet, um eben halt auch so ein Wachstum von Korallen dann und lange Gesundheit hinzukriegen. Und da ist bei uns im Fokus ganz klar die Bakterien.